ich würde im Nachhinein, jetzt bin ich 28, sagen, das war eine Nummer zu früh. Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich total, bei diesem Interview mit dabei zu sein und habe mir trotzdem die Fragen jetzt hier mit dazu geholt. Ja, einfach aus dem Grund, dass ich das Interview jetzt mit mir allein zu Hause und der Kamera aufnehme und kein unmittelbares Gesprächsgegenüber habe. Ja, dann fange ich mal an mit der Schnellfragerunde. Film oder Serie? Also ich konsumiere beides gerne und produziere auch bei oder spiele auch gerne in beiden Formaten. Lieblingsperson, das sind die Eltern, würde ich sagen. Die Eltern und die Geschwister, das sind meine Lieblingsmenschen so. Lieblingsessen, ich bevorzuge immer die italienische Küche. Pizza und Gemüse geht immer und ein gutes Stück Fleisch auch, aber das geht eben nicht immer. So, aber die italienische Küche, die ist mich so am abwechslungsreichsten und deswegen habe ich kein spezielles Lieblingsessen. Singen oder tanzen? Boah, gerade in diesen aktuellen Zeiten würde ich mal wieder so gerne tanzen gehen. Aber sonst würde ich sagen, singen. So, aber das irgendwie geht das ineinander her, wenn man zu Hause dann mal ist am Aufräumen oder unter der Dusche, dass man sich dann schon zum eigenen Trällern hin und wieder auch bewegt. Kassel oder Berlin? Absolut Berlin, ganz klar. Das ist die vielseitigste Stadt hier. Da pulsiert irgendwie. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl und genieße da auch so eine Freiheit. Wobei ich jetzt hier aktuell gerade in Köln bin und Kassel ist halt die Heimat. Sport oder Chillabend? Also schon gerne chillen, aber er macht doppelt Spaß, wenn ich vorher Sport gemacht habe. Berge oder Strand? Eindeutig Strand, weil ich die Weite liebe und über das Meer zu schauen und am Strand entlang zu laufen, das können stundenlang sein. Das Meer sieht irgendwie gleich und immer wieder anders aus. Also ich liebe, glaube ich, diese Freiheit dort. Ja. Singen oder Klavierspiel? Dann doch lieber singen, auch wenn ich gern Klavier spiele, weil ich es einfach öfters mache. Also ich triller da immer ganz gerne vor mich hin, auch wenn ich überhaupt keine Sängerin bin. Radio auftreten und schon da mitsingen. GZSZ oder alles, was zählt. Super Serien, super cool. Ich finde es so geil, dass ich jetzt damals bei GZSZ das gemacht habe und dieser so langen Pause jetzt bei alles, was zählt bin. Richtig cool. Ich glaube, ich fühle mich gerade bei alles, was zählt, fast wohler. Aber das kann natürlich auch, das hängt schon mit mir zusammen. Ich bin älter geworden, weiß mehr, was ich will und ich fühle mich einfach super wohl hier, ja. Und wenn ich mir die beiden Serien anschaue, alles was zählt, ist immer so ein bisschen verzauberter mit dem ganzen Eiskunstlaufen. Eigentlich ist es eine Sportserie. GZSZ ist halt urbaner, mehr so dran, was es gibt so im Leben alles so für Probleme. Also das ist eher so dieses ganze Leben halt. Ja, ist einfach urbaner, sagen wir es mal so. Beides Klassiker, also beides super. Netflix, WhatsApp oder Instagram? Am meisten konsumieren, würde ich mal sagen, tue ich Instagram, was mich manchmal fast erschreckt. WhatsApp, perfektes Kommunikationsmittel, super. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich wollte alles drei nicht aufgeben. Und Netflix werden super geile Sachen produziert und ich gucke da gerne durch. Aber da kommt manchmal diese Entscheidungsunfähigkeit. So was gucke ich heute Abend. Genau. Ich glaube, ich würde sagen, Netflix ist das Wichtigste. Theater oder vor der Kamera? Boah, das Theater. Deswegen bin ich jetzt zur Schauspielerei auch gekommen, weil ich da so, wie so ein Gift, was man geschluckt hat. Also wenn man da irgendwie an so einer Rolle arbeitet und so einen Probenprozess hat, dann steht man da abends auf der Bühne und man hört, wie Leute schon in den Theatersaal gehen und man spürt dann so die Wärme der Scheinwerfer und das Herz schlägt einem bis zum Hals und dann geht der Vorhang auf und man hat diese einzige Chance, in dem Moment so zu zaubern und man ist irgendwo ganz woanders und trotzdem unheimlich präsent. Das ist ein krasses Gefühl einfach. Und das Drehen liebe ich aber auch. Ich liebe diese Community, das Erfahrung beim Drehen. Alle kommen zusammen und stehen für diese Sache ein. Ich finde es so cool, dass ich beides schon gemacht habe und beides hoffentlich mein Leben lang machen werde. Ja. Lieblingsserie. Ganz spontan, aus einem Impuls heraus, kommt gerade Weißensee, fand ich super. Und Fargo, da bin ich auch sehr dran geblieben. Fand ich auch super. Die Lieblingsstadt? Lissabon, New York. Kopenhagen, Göteborg, finde ich auch toll. Ich glaube, für die beste Lebensqualität würde ich Lissabon nehmen. Fand ich schon sehr cool, ja. Das wäre dann die kurze Fragerunde gewesen. Dann
starte ich mal mit den Interviewfragen zum Teil von Zuschauern und zum Teil von dir. Mit der Frage 1, ob ich mich noch daran erinnern kann, wie der Moment gewesen ist, als ich die Zusage für das GZSZ-Casting oder für die Rolle der Mieke Lutze hatte, kann ich mich noch genau daran erinnern. War ein schöner Moment, war auch ein schönes Jahr. Es war im Jahr 2013 und die Zusage müsste so Mitte Mai gekommen sein. Und am 6. Juni ging es los. Ja, der Moment war folgender. So habe ich Yoga zu Hause gemacht und nach dem Yoga ist man noch so ein Shavasana, mache ich das immer noch so 10 Minuten, hänge ich da noch dran. Und ich habe dann währenddessen mein Handy auf Flugmodus gehabt, damit mich auch ja keiner stört, um Wartezahl und um euch und dachte, nee, diese scheiß Tiefenentspannung, die breche ich jetzt heute ab. Die mache ich jetzt nicht. Dann wird jetzt bestimmt ein Anruf gekommen sein oder so. Oder nachher wollen die mich erreichen. Und dann habe ich das Handy vom Flugmodus wieder ganz normal in den Betriebsmodus gemacht und da hatte ich einen Anruf in Abwesenheit von der Heidi Krill. Und da hatte sie mir schon gesagt, ich soll sie bitte zurückrufen. Und dann hat sie mir das gesagt. Und ich konnte aber schon am Telefon das raushören. Und meine Agentin hat sie mir das dann auch nochmal gesagt. Und ich war sehr, sehr happy. Ich war 21 und es war irgendwie so cool, jetzt so loszulegen und irgendwie täglich drehen zu können, viel lernen zu wollen. Es war eine ganz, ganz spannende, aufregende Zeit. War ein geiler Tag. Ich glaube, ich habe wirklich... Weil auch so viel so, cool, ich habe eine feste Rolle für erstmal einen längeren Zeitraum. Ich habe meine Mama angerufen und so 10 Minuten in der Küche getanzt. Ja, genau, an dem Moment erinnere ich mich noch gut. Ob ich noch mit Kollegen von GZSZ Kontakt habe? Ja, und zwar also mit der Iris. Wenn wir uns sehen, freuen wir uns immer wieder. Leider sehen wir uns immer so wenig, die Iris Mareike Steen. Aber wir schreiben hin und wieder, spielen auch immer gemeinsam Quizduell. Dann ist man irgendwie verbunden. Genau, das ist eine, auch wenn wir uns selten sehen, eine echt liebe Freundin von mir. Ja. Und natürlich, wenn ich die anderen treffen will, freut man sich. Na klar. Ob ich mit meinen Kollegen von Alles, was zählt, super klar komme. Beste Ensemble, wirklich. Von Mutti und Papi angefangen, so nennen wir ja die Steinkamps, bis zu uns Youngsters, wenn ich mir noch so an der Grenze, ist es ein rundum cooles Ensemble. Und ich habe natürlich meistens immer am meisten Kontakt mit den Leuten, mit denen ich auch am meisten drehe. Und das ist mit der Alexandra und mit der Julia Wiedemann und mit der Alexandra von Zatti. Die sind mir ganz, ganz, ganz ans Herz gewachsen, also ganz wichtig für mich irgendwie. Und aber auch der Rest, also Tijan, Dominik, also wirklich alle, man versteht sich einfach, ist echt schön, ja. Diese Frage kommt auch, dass ich ja mit 16 allein nach Berlin gezogen bin, von der Stadt Kassel, gut behütet, in die freie, ja in die große freie Stadt Berlin. Wie das für mich war und wie ich da auch zur Schauspielerei gekommen bin. Ja, dieser Schritt hat mich am meisten in meinem Leben geformt und auch geprägt. Ich würde im Nachhinein, jetzt bin ich 28, sagen, das war eine Nummer zu früh. Aber es ist ja alles gut gegangen. Ich ging noch ganz normal zur Schule, war auf dem Gymnasium in der 10. Klasse und dann wäre es ab Sommer dann ja noch die letzten 3 Jahre sozusagen hätten dann stattgefunden und so. Und ich hatte keinen Bock mehr. Diese Schule, mir stand das bis Oberkante. Ich habe mich da echt nicht verstanden gefühlt und war auch echt ein bisschen lost in der Zeit. Hatte aber Theater gespielt und hatte auch immer schon, auch so mit der Oberstufe, mit den Leuten, die hatten immer so Theaterprojekte. Und da, obwohl ich dann in der 9. oder 10. Klasse war, mich immer da eingemischt. Und da für die Referat, wenn die irgendwie ein Referat wollten oder sowas, dann einfach gesagt, nee, komm, das machen wir szenisch und dann mache ich das oder so. Und hatte dort auch durch das Theaterspielen in Bad Aarhus am Backtheater irgendwie so das Gefühl, ich bin dort für mich da verstanden und so und das ist das, was ich machen will und hatte auch schon, war relativ früh immer Flüge und bin dann irgendwie schon mit 14 oder so allein nach Hamburg gefahren, habe irgendwelche Schauspielworkshops gemacht und nach Hannover und wusste, das will ich machen. Und dann habe ich mich einfach an der Schauspielschule in Berlin beworben und habe meinem Vater gesagt, du, Samstag fahre ich nach Berlin, kommst mit, ich habe da eine Aufnahmeprüfung. Und dann bin ich einfach da hingefahren. Papa meinte so, wie war's? Und hat meine Deutschlehrerin sich noch eingeklinkt und meinte, ja, die Franziska, ich mach das schon und so. Und ich hatte auch keine Ahnung, 16 so. Und habe dann noch einen Abend vorher den Monolog von Effi Briest, obwohl das ja gar kein Theaterstück ist, noch draufgezogen. Und da habe ich noch Hell gespielt, das fliegende Pferd von Martin Walser. Und da waren die voll begeistert. Und dann dachte ich, okay, das hat dann in Berlin alles geklappt. Und
Da hat mein Papa danach noch gesagt, du, puh, wie machen wir das denn jetzt? Du kannst ja schlecht alleine mit 16 in Berlin wohnen. Und da wusste ich, cool, Papa steht hinter mir, ich darf das machen. Und dann hat er gesagt, so mit der Mama jetzt sprechen. Und der war dann irgendwie, dann war das klar. Und dann ist mein bester Freund mitgekommen. Der war schon 19, der hatte schon sein Abitur, hatte zwar noch keinen Studienplatz, aber er meinte, ach, ich komme dann einfach mit. Und dann hatten wir auch zu zweit, ich habe mit 16, er war 19, hat so eine Wohnung gesucht. Es hat dann auch alles funktioniert, wenn man eine gefunden in der Woche. So leicht wäre das heute nicht mehr. Und dann hat er Jura angefangen zu studieren und ich bin dann auf die Schauspielschule gegangen und habe das dann durchgezogen. Und seitdem mache ich das auch. Ja, genau. So war das. Also ich kann irgendwie auch immer nur daran appellieren, dass man auch Mut haben muss, für seine Interessen einzustehen, sich den Konsequenzen bewusst sein muss. Aber was kann im schlimmsten Fall passieren? Dass man sein Abi nachholt, dass es nicht klappt, dass es klappt, dass man gescheitert ist und nochmal anfängt, dass man was ganz anderes macht. Also wer nichts wagt, der nichts gewinnt. So, genau. Gab es einen Moment, in dem du besonders gern die Mieze gespielt hast? Die gab es immer wieder. Mieze war für mich eine tolle Rolle, die hat sehr pulsiert. Viele fanden die auch schräg und schwierig und andere fanden die wieder ganz, ganz toll und berührend. Hey, das war ein Teenager mit vielen schwierigen Erfahrungen. Das ist nicht immer alles ganz leicht. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass ich es ja doch geschafft habe, dass andere Leute mit ihnen Empathie hatten. Ich fand das cool, wie die Rolle geschrieben worden ist, dass ich mich da wirklich vom Straßenleben wieder in ein normales Leben integriere. Und ein richtig cooler Moment war, wo Mieze mit 16 oder 17 Jahren schwimmen gelernt hat am See. Ja, das war ein sehr, sehr cooler Drehtag. Der ist ganz, ganz positiv in meiner Erinnerung. Super cool mit dem Team da draußen und so. Ach Gott, ich liebe das ja, wenn auch mit dem Team dann so Sachen passieren und es plötzlich regnet oder was weiß ich und alle mit den Gegebenheiten umgehen müssen. Was mein Lieblingsmoment meiner Schauspielkarriere war, die häufen sich und die kommen immer wieder und da passieren neue Dinge. Alles, was man zum ersten Mal macht, ist irgendwie aufregend und neu und auch mal schwierig, manchmal auch leicht. GZSZ war ein toller Lieblingsmoment, aber es war auch ein toller Moment, als ich dann Scheiße war schon immer braun gedreht habe. Das war so ein, ja, schon ein Herzensprojekt von mir, weil es so ein tolles, tolles Team war. Alle Teams sind toll, aber davor kannte ich ja das ABZ-Team noch nicht. Wo man wirklich so intensiv und lange zusammen gelebt hat und auch gewohnt hat und das Projekt gedreht hat. Und man dann auf den Festivals damit lief, das war ein toller Moment. Jetzt AWZ ist ein toller Moment. Als ich Betty gedreht habe, war ein toller Moment. Also es gibt so ganz toller Moment und der hat jetzt gar nicht viel mit der Außenwirkung zu tun, ist, als ich angefangen habe, nochmal neue Schauspielunterricht zu nehmen, nochmal neue Techniken zu lernen und da wirklich so an so Kernpunkte gekommen bin, wo ich mich schauspielerisch nochmal so entwickelt habe. Das war auch ein toller Moment, da mit wirklich tollen Leuten zu arbeiten, wo man sich da wirklich unterstützt und so eine Community hat. So eine Peer-Group irgendwie. Ist auch ein cooler Moment, ja. Bin gespannt, was es noch alles für Momente geben wird. Ja, wie ich am liebsten meinen Feierabend bringe. Das stimmt natürlich, in so einem Serienalltag dreht man halt täglich und es ist nicht, das ist wieder das Schöne, wenn man einen Film dreht, der ist irgendwann abgeschlossen und alles konzentriert sich darauf. Und bei einer Serie ist man halt jetzt über so einen langen Zeitraum, dass der normale Alltag einfach weitergeht. Einkaufen, Post und so weiter. Bei einem Filmdreh ist das immer ein bisschen anders. Da ist man sowieso out of order. So. Deswegen sieht mein Alltag eigentlich genauso, oder mein nach Drehschluss sieht es bei mir vielleicht genauso aus wie bei vielen anderen da draußen, wenn sie Feierabend haben. Mal genießt man noch einen Sundowner mit Kollegen, wenn jetzt diese Corona-Zeit nicht wäre. Ich mache abends viel Yoga zum Runterkommen. Bereite den nächsten Tag nochmal präziser vor. Ich gehe manchmal einkaufen, manchmal gehe ich auch in die Sauna, Sport, nochmal eine Runde laufen geht. Ganz, ganz klassisch. Und je nachdem, was halt dann wieder gedreht wird, wenn nochmal so eine krasse Geschichte kommt, kann das schon sein, dass man nochmal mit einem Coach telefoniert oder mit seinen Kollegen nochmal alles durchgeht. Ja, aber eigentlich gemütlich Sport, was essen, was kochen, was lesen oder einen Film gucken und dann ist Feierabend. Achso, und telefoniert, doch. Das tue ich aber immer. Telefoniert viel. Ja, echt, ich telefoniere schon viel. Ob es da natürlich Unterschiede gibt zwischen Mieke Lutze, der Rolle, die ich bei GZSZ gespielt habe, und mehr als Franziska, und ob es auch Parallelen gibt. Es gibt natürlich ganz, ganz radikale Unterschiede. Nämlich,
dass ich ganz anders aufgewachsen bin. Ich kenne das nicht, dass man auf der Straße gelebt hat. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ohne Eltern in dem Alter zu sein. Das weiß ich alles nicht. Da bin ich einfach aufgewachsen mit zwei Geschwistern, als Tochter eines Försters und einer Krankenschwester in einem Forsthaus und mit Hunden am See, also alles gut behütet, was die Mieze ja gar nicht hatte. Das ist ja radikal genommen, das ist ja wirklich komplett lost gewesen und da nicht dieses Urvertrauen so hatte, was ich natürlich voll habe. Aber eine Parallele gibt es natürlich, dass sie ihre Momente hatte, wo sie stark verletzt wurde und die habe ich natürlich auch. Warum man dann sagt, Mieze geht auf die Straße und eine Franziska sagt, sie zieht mit 16 nach Berlin. Natürlich mit dem Unterschied, ich habe Support von zu Hause bekommen und wusste, ich werde aufgefangen, was ich bei Mietz jetzt, glaube ich, war das, nee, wie auch, der Vince hat sie dann aufgefangen. Genau, das ist auf jeden Fall eine Parallele, dass beide, ja, ich und sie beide, glaube ich, eine große Verletztheit in sich hatten, aber wer hat es nicht? Das ist eine andere Frage, ja. Und ich glaube, auch eine ganz große Parallele ist, dass sie schon sehr empathisch irgendwo war, ja, und Offenheit auch für Menschen, ne? Wobei die hat schon oft auch zugemacht durch ihre Lebensgeschichte. Genau. Ich glaube, der große Unterschied ist auch, dass ich sehr, sehr offen bin und sie nämlich nicht. Sie war sehr zu, sehr so immer. Und dass ich immer auf andere Klamotten gestanden habe als die und dass ich Punk auch nie so mochte. Genau, das sind die Dinge. Wie das für mich war, nur obdachlose Mieze zu spielen, spannend. Das wäre die nächste Frage, das war total spannend, weil ich mich wirklich, das soll jetzt überhaupt nicht wertend oder sowas klingen, aber natürlich ist es Fakt, ich lebe in Berlin und in Berlin ist ja die Wahrscheinlichkeit, weil mehr Menschen dort sind, auch dass da mehr Obdachlose leben. Und ich dann auch noch in einem Berliner Bezirk wohne, wo das einfach ganz normal, das einfach so normal ist. Also es ist immer ganz schwierig zu sagen, ist das, ich will mich gar keinen Unterschied, gar keine Grenze setzen oder irgendwie sowas. Aber dass ich natürlich auch mit denen ins Gespräch gekommen bin. Und dann hört man sich mal Lebensgeschichten an, da ist man erschüttert. Also da kann ich immer nur sagen, boah, wie gut es mir geht. Also nichts von dem, was ich darüber gehört habe. Und deswegen war das für mich eine total spannende Herausforderung, das zu drehen und zu gucken, wie denkt ein Mensch, der irgendwie so verletzt ist oder so viel negative Sachen erlebt hat, warum er sich so schützt und so einigelt und das alles nicht mehr will. Das war wirklich, das ist ganz weit weg von Franzi gewesen, muss ich schon ranziehen. Ja, super, das zu spielen. Wie für mich der Alltag war mit diesen schrillen Frisuren. Ganz ehrlich, nicht so geil. Sie haben mir hier, glaube ich, komplett die Haare so abrasiert und dann jeden Morgen diese Dreads reingedreht und dann ein paar Strähnen rausgenommen und die halt so pink oder rot gemacht. Klar bin ich immer leger, so T-Shirt und Jeans und Hoodie, aber ich mag auch ehrlich gesagt gerne Kleider und hohe Schuhe und dann kam ich mir immer komisch vor, wenn ich nach Feierabend mich nochmal umgezogen habe und nicht immer bei GZSZ den Abend so die ganzen Haare immer waschen wollte. Ich habe das dann ganz gut gelöst. Ich habe die versucht, dann immer so zusammenzumachen. Hatte das hier die Zeitcut. Und dann habe ich einfach die Lippen ein bisschen rot geschminkt und dann ein schwarzes Kleid. Und dann konnte das auch ganz cool aussehen mit dem Zeitcut. Und es sieht ja auch generell nicht scheiße aus, aber es ist einfach noch nicht mein persönlicher Geschmack. Von daher war das manchmal auch, wenn ich nach Drehschluss zum Beispiel die Haare noch voll so hatte und nach Hause wollte, habe ich mich nicht so wohl in meiner Haut gefühlt, sagen wir es mir so. Wie es zu diesem Ausstieg bei GZSZ kam, genau, mit 21 angefangen, mit 23 aufgehört. Ich war jung und finde es ganz wichtig, das muss aber auch jeder selber entscheiden, aber nur mir ging das so, dass ich noch eine andere Rolle spielen will. Ich habe Schauspiel studiert, ich habe es gelernt, ich habe vorher Theater gespielt, dann GZSZ und dann war es klar, jetzt muss ich gehen. Jetzt muss ich gehen und gucken, was auf mich wartet, wie ich mich noch entwickeln kann, zu gucken, was passiert noch alles in der Außenwelt, weil man doch in so einem Ensemble natürlich auch in so einer Blase ist und da habe ich es für ganz, ganz wichtig empfunden, zu gucken, was passiert auf dem Markt. Ich habe dann angefangen, synchron zu sprechen, wieder Theater zu spielen, nochmal Kultur- und Medienwissenschaft studiert. Das sind einfach alles Punkte, wo nochmal eine große Entwicklung stattfand. Andere Sachen gedreht, viel zu wenig gedreht, gecheckt, wie der Arbeitsmarkt ist oder reinwachsen. Das war schon, aber das ist gut. So, jetzt dann mit 27 bin ich schon auch ein Jahr bei Alles, was zählt. Es ist toll, was man dann für eine Entwicklung durchgemacht hat und auch für einen anderen Blick man hat. Anstatt, wenn ich jetzt das weitergemacht habe. Das war der Grund damals, ja. Das ist jetzt die letzte Frage. Wie sieht ein typischer Drehtag bei Alles, was zählt aus? Also, wir bekommen unsere Dispo und dann wird man disponiert. Und jetzt nehme ich mal einfach ein random Beispiel. Ich habe um 8:30 Uhr Maske.
Das heißt, ich bin um 8.20 Uhr da, ziehe mir einen Kaffee und werde dann in die Maske, in meine Garderobe gehen und gehe dann in die Maske und dann guckt man, was da gerade heute zu machen ist. Und dann geht es ans Set, entweder in Außendreh oder ins Studio oder halt, es wird gewechselt. Und ganz wichtig bei uns ist, wir drehen halt nicht chronologisch. Manchmal ist es wirklich auch nicht zu unterschätzen, ne? Das wäre ein ganz, ganz straffes Zeitprogramm und da irgendwie sich reinzuwerfen, hat man die Texte. Das heißt, man muss schon das präzise vorbereiten und vorher mit den Regisseuren nochmal in Kontakt treten, weil man einfach am Set dann keine Zeit mehr hat. Und dann kann das natürlich sein, dass du von 0 auf 100 in eine krasse Emotion reinkommen musst und das dann irgendwie in 20 Minuten, im Außendreh ist es eine Stunde, das irgendwie bedienen musst, obwohl du gerade davor eine Szene hast, die in einer ganz anderen Zeit spielt, in einer anderen Woche, es sind, 3 Tage später wäre, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist natürlich manchmal echt herausfordernd, weil da immer gezwitscht wird, ja. Und ansonsten kann das mal sein, dass man 8 Stunden dreht oder 8 Stunden oder 10 Stunden da ist. Und dann kannst du immer wieder sein, dass du nur ganz wenig bist, je nachdem, welchen Strang du hast. Angelt geht's wieder zurück, ich wäre fertig in der Maske. Und dann gibt's eine Durchsage, die Franzi brauchen wir jetzt bitte im Studio. Dann husche ich da runter und dann gehe ich ins Studio und dann wird gedreht. Dann wird kurz eine Textprobe gemacht, eine Schauspielprobe, eine Stellprobe, eine technische und dann wird das Ganze in mehreren Einstellungen gedreht und dann gibt es die nächste Szene. Das ist ein typischer Serienablauf. Genau, und im Außendreh hat man ein bisschen mehr Zeit, einfach klar, weil das ist einfach, im Studio ist alles schon sehr, sehr ordentlich, ist auch schön. Also genau, so sieht das aus. Also ich weiß nicht, ich fand das mal ganz süß, ich kenne ja auch irgendwie einige Kameramänner und einer war mit im Studio, konnte gucken und dann meinte das, boah, wie ordentlich das hier alles ist. Das ist, wenn an so einem normalen Filmset, da freuen die Jungs sich, die können jetzt in die Abteilung fahren und sich ihr ganzes Equipment ausleihen und dann da tagelang bauen oder so. Das ist in einem Studio schon alles schön gut getaktet, ja. So viel dazu. Das war jetzt mein Interview. Und ich hoffe, ich konnte viele Fragen beantworten. Cool, dass ich mit dabei gewesen bin und dabei sein durfte. Und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Und ich hoffe, ihr habt genügend Material. Tschüss. Dankeschön. Danke.